Leute, wir müssen euch was sagen. Wir kriegen ein Fragebaby. Also nicht wir beide, sondern Maike. Und in den letzten Wochen ist bei ihr einiges passiert. Und deshalb werden wir heute noch mal mit ihr sprechen. Frank war schon mal bei einer Geburt. Ich will dabei sein diesmal. Echt? Und ich war vor ein paar Wochen mit Maike beim Ultraschall. Für sie war das ein total wichtiger Termin, weil sie natürlich wissen wollte, ob es dem Kind gut geht und auch eventuell das Geschlecht von dem Baby erfahren wird. Guten Morgen! Hallo Maike. Schön, dich zu sehen. Ja. Oha, du bist ja schon wirklich richtig schwanger. Ja. Letztes Mal, als ich dich gesehen habe, also warst du natürlich noch nicht schwanger, man sieht ja richtig was schon. Ja, der ist schon ziemlich groß, ja. Bist du aufgeregt? Ja, voll. Ja? Ja, also, weil ich halt einfach hoffe, dass wir heute vielleicht das Geschlecht sehen. Mhm. Hast du schon eine Vermutung, was es sein könnte? Ja, ich würde mich freuen, wenn es ein Mädchen ist. Echt? Okay. Ich bin sehr aufgeregt, muss ich sagen. Ich war noch nie bei so einem Geschlechtsultraschall oder so dabei. Ja. Und es könnte auch emotional werden heute, glaube ich. Aber gucken, mal gucken. Morgen. Hast du mit deiner Family auch darüber geredet, was das werden könnte für ein Geschlecht? Was ist so deren Vermutung? Ja, also meine Mama sagt auch, ja, sie vermutet, weil halt der Bauch schon so groß ist und meine Haut so schlecht geworden ist und weil ich ja doch sehr lange mit der Übelkeit zu kämpfen hatte, dass es vielleicht ein Mädchen werden könnte. Meine Neffen, die schließen schon Wetten ab. Also wenn es jetzt ein Junge wird, dann freue ich mich natürlich genauso. Gut, das war nämlich kurz meine Sorge, dass du nachher dann irgendwie traurig bist oder enttäuscht oder so. Nee, gar nicht. Okay, sehr schön. Schwanger zu sein, wie fühlt sich das an? Ist es so, wie du dir das vorgestellt hast? Ja, bis auf das Erbrechen. Mhm. ja, aber das gehört dazu. Man weiß ja, wofür es ist dann. Also, aber es waren schon ein paar Tage dabei, wo ich wirklich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Das waren dann so die ganz heftigen Tage. Aber ansonsten ist es wirklich schön. Also auch jetzt, wo man halt was sieht und man fasst sich irgendwie unbewusst auch immer wieder so. Man streichelt den Bauch und was ich beim letzten Mal gemerkt habe, ist, dass es mich mega emotional trifft, wenn ich die Herztöne höre. Ah, hallo. Können wir? Okay, ja. Sehr gut. Sie dürfen einfach mal hier auf dem Stuhl Platz nehmen. Sie kriegen jetzt einfach eine Unterlage und dürfen die Beine einfach lang machen. Ah, oh, super. Das ist mal richtig entspannend. Ein bisschen frisch. Alles gut. Da ist er. Das ist jetzt das Köpfchen. Da sieht man auch die zwei Gehirnhälften schön mit drin. Oh mein Gott, das ist so krass. Oh ja. Yeah. Das Kind ist leider nicht mehr so fotogen, was mal ein Profil angeht. Ja, das Problem, das haben wir bei allen Ultraschallbildern. Dann haben wir da einen schönen, gleichmäßigen Herzschlag. Dann sehen wir da das Bäuchlein. Und da sehen wir auch einen Klecks mit drin. Das ist auf der Seite, das ist der Magen. Ich erkenne jetzt gerade gar nichts mehr. Jetzt gehen wir am Bauch ein Stück nach unten und jetzt haben wir da die Beinchen und wie es so sein soll, das ist, was wir in den Beinen so sehen. Ein Junge? Ziemlich sicher, so wie das aussieht. Wir schauen aber nochmal, aber das war jetzt so mal ganz spontan, kam da gerade was zum Vorschein. Naja, aber ich würde jetzt sagen, man sieht jetzt zwischen den Beinen nochmal, das müsste ziemlich sicher, also 100% in dieser ganzen frühen Phase haben wir nicht, aber ich würde sagen, wenn das, da sieht man auch ganz leicht schon die Zehenspitzen dran, wenn man ein bisschen Fantasie hat. So richtig süß. Ja, voll. Wunderbar. Alles gesund, alles dran. Alles zwei dran. Füße, Hände. Das ist gut, das ist richtig. Das war jetzt schon irgendwie aufregend. Schon, ja. Für dich auch? Ja. Ich gebe Ihnen so ein paar Bildchen mit, auch wenn sie jetzt nicht so ganz meisterhaft schön sind. Das wird noch. Wie ist es für dich? Oh, ich freue mich. Ja? Ja. Meine Neffen werden sich auch freuen. Ja. Ich drücke Ihnen einen Daumen und wünsche allen weiterhin alles Gute. Dankeschön. Freut ich melde mich auf jeden Fall. Super. Ja. Spätestens, wenn das Baby da ist. Wem sagst du jetzt als erstes Bescheid?
An Sebastian. Ja? Ja. Hat dir schon eigentlich über Babynamen oder sowas mal geredet? Ja, meine stehen schon sehr lange fest. Echt? Mhm. Schon vor der Schwangerschaft, oder? Ja, schon weit bevor, also seit Jahren schon. Kannst du auch sagen? Ja, möchtest du sagen? Ja. Ja. Also ich habe immer gesagt, wenn es ein Junge wird... Moment, das verraten wir euch noch nicht. Ihr sollt selbst raten. Was glaubt ihr denn, wie Maikes Kind heißen wird? Schreibt uns das mal in die Kommentare. Der oder diejenige von euch, der den Namen als erstes errät, bekommt eine kleine Frageüberraschung von uns. Seit dem Ultraschall sind jetzt schon ein paar Wochen vergangen und wir wollen jetzt mal mit Maike callen, weil wir natürlich wissen wollen, wie es ihr bis jetzt so geht. Hi Maike. Hallo. Hi. Guten Morgen, wie geht's dir? Ja, ganz gut eigentlich. Kann mich an sich nicht beklagen. Ich habe immer noch ein bisschen so mit der Übelkeit bzw. mit dem Erbrechen zu kämpfen. Ansonsten geht es mir ganz gut. Wie groß ist denn dein Bauch inzwischen? Sehr groß. Oha. Wow. Boah, okay, krass. Das ist ja nochmal echt eine Nummer größer als das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben. Ja, naja, schon sehr, sehr, sehr groß. Vor dem Ultraschall hat ja deine ganze Familie gesagt, das wird ein Mädchen, die Anzeichen, das deutet alles irgendwie auf Mädchen hin. Jetzt ist es ja gar kein Mädchen geworden. Wie hat denn deine Familie reagiert? Die haben sich auch gefreut. Also ich meine, also man sieht den Schniedel jedes Mal sehr gut beim Ultraschall. Also es ist auf jeden Fall jetzt ganz klar ein Junge. Ja. Wie hat denn Sebastian, dein Freund, darauf reagiert, dass es ein Junge wird? Oh, der hat sich gefreut. Also auch der ganze Freundeskreis, weil wir lauter Jungs jetzt haben. Alle haben Jungs bekommen. Und die haben sich alle gefreut. Wie hat sich denn, würdest du sagen, eure so Beziehung verändert jetzt durch die Schwangerschaft? Also ich würde schon sagen, dass sie schon ziemlich schnell intensiv geworden ist. Er erlebt es wirklich jetzt alles mit und ist da auch voll dabei. In der Früh beim Aufwachen und so, er spricht halt dann schon mit dem Baby und versucht halt immer die Tritte zu spüren, wenn er wach ist. Ansonsten passt er schon auch sehr auf mich auf. Was wäre denn anders, wenn du Sebastian nicht kennengelernt hättest? Ja, also ich wäre, glaube ich, schon in manchen Momenten sehr, sehr allein. Also es macht auf jeden Fall die ganze Schwangerschaft, finde ich, schon schöner für mich zum Erleben. Gerade wenn es mir ein bisschen besser geht oder so, dann sagt er halt schon so, ja komm, wir gehen essen oder so oder wir treffen uns mit Freunden und wenn es dir nicht gut geht, dann fahren wir halt wieder heim. Und das hätte ich halt ohne ihn nicht. Wir haben diese Reihe ja gestartet, weil du geplant alleinerziehend sein wolltest. Fühlst du dich denn noch alleinerziehend? Ich kann es nicht sagen, ob ich jetzt mich alleinerziehend fühle. In vielerlei Hinsicht schon. Also auf dem Papier bin ich weiterhin alleinerziehend, was gerade bei den Behörden halt total die Probleme macht. Die kennen die Konstellation nicht bei uns und ich muss sagen, ich bin schon ziemlich enttäuscht von den Ämtern. In welchen konkreten Situationen fühlst du dich da bei den Ämtern falsch behandelt oder so im Stich gelassen? Gerade so mit Vollmachten, beziehungsweise halt jetzt auch mit Wohngeld. Also eigentlich alles, worum ich mich jetzt kümmere, die sind total überfordert mit der Situation. Ich hatte jetzt auch vorgestern ein Gespräch mit einem Kinder- und Jugendamt und die haben halt auch gesagt, so ja, die Situation, die kennen wir nicht. Ich hatte das Gefühl, also sie haben mir versucht zu helfen, aber sie haben jetzt nicht wirklich mir helfen können. Wir haben auch Fragen aus der Community dabei heute, die wir dir stellen wollen. Da fragt jemand, bereut Maike jetzt die künstliche Befruchtung, nachdem jetzt auch eine biologische möglich gewesen wäre? Also ich bereue es auf gar keinen Fall, dass es so gelaufen ist. Und wir sagen das beide. Also wir sagen das wirklich beide, dass es so der absolut richtige Weg war, weil er halt einfach noch nicht gleich in diese Verantwortung gezogen wurde und wir einfach auch noch nicht lang zusammen waren. Also es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass er nachträglich in ein paar Jahren eine Vaterschaft anerkennt. Welche Rolle wird Sebastian denn so bei der Geburt spielen? Habt ihr darüber schon geredet? Kommt er mit in den Kreissaal? Was sind so die Pläne? Am Anfang habe ich gesagt, so, ich würde am liebsten alleine sein. Mittlerweile ist es schon so, dass er sagt, er möchte dabei sein. Also, und dass es für mich auch total in Ordnung wäre und ich mittlerweile auch so das Gefühl habe, ich würde mich freuen, wenn er an meiner Seite wäre. Und wer von uns beiden soll dabei sein? Ich melde mich freiwillig. Frank war schon mal bei einer Geburt. Ich will dabei sein diesmal. Echt? Wir haben noch eine Frage aus der Community. Hallo Maike, ich finde es toll, dass du deine Geschichte mit uns teilst. Mich interessiert, ob du aufgrund deiner geplanten Solomutterschaft besondere Vorkehrungen triffst. Ob du zum Beispiel einen Notfallkontakt vereinbart hast für den Fall, dass du spontan in eine überfordernde Situation gerätst und jemand darum an deiner Seite brauchst. Darüber mache ich mir auch Gedanken, natürlich. Und treffe tatsächlich momentan auch die Vorkehrungen dafür. Was ist, wenn mir was passiert, beziehungsweise wenn ich krank bin, das Kind ist auch krank, muss ins Krankenhaus, ich kann selber nicht fahren.
dass halt eben auch meine Eltern oder momentan der Sebastian halt einfach in der Lage ist, dieses Kind zu einem Arzt oder ins Krankenhaus zu bringen. Was braucht es denn dafür? Vollmachten. Eine Userin hat uns geschrieben, erstmal alles Liebe und Gute. Mich würde total interessieren, ob du dir schon Gedanken gemacht hast, wie du dem Kind sagst, dass es durch eine Samenspende das Licht der Welt erblicken durfte. Wann erklärt man das und wie? Zeigst du da unsere Videos, oder? ja, durchaus vielleicht. Wir sind uns da auch tatsächlich einig, also auch der Sebastian, dass halt wir versuchen, das Kind so früh wie möglich aufzuklären. Und Kinder, die lernen eh so furchtbar schnell und die wissen einiges, wo wir nicht denken, dass sie es wissen. Gerade wenn sie dann im Kindergarten sind und sich mit anderen unterhalten. Und dann werde ich halt wirklich sagen, ein anderer Mann hat mir geholfen, dass du entstehen konntest. Und ich will auch, dass er so aufwächst, dass er das nicht als was Verwerfliches oder Schlimmes sieht. Unter den ersten Videos gab es ja auch einige Vorwürfe an dich. Zum Beispiel irgendwie ein Kind hat das Recht, beide Elternteile kennenzulernen. Bah, Egoismus im Endstadium. Oder wenn man keinen Partner hat, mit dem man ein Kind zeugen könnte, dann hat man halt Pech. Wie gehst denn du mit diesen Vorwürfen um? Also erstens denke ich mir, die Leute kennen mich nicht. Und zweitens denke ich mir, es ist immer ein bisschen egoistisch, wenn man glücklich sein möchte. Weil es für mich immer feststand, dass ich ein Kindermensch bin und ein Kind haben möchte, ein eigenes. Und wenn dieser Wunsch so groß ist, finde ich, sollte man auch ein bisschen egoistisch sein. Und es ist, finde ich, gesunder Egoismus. Hast du irgendwas geplant, um deine Schwangerschaft noch zu zelebrieren? Ich habe ein Fotoshooting auf jeden Fall nochmal vor, jetzt im Winter. Hab mir da tatsächlich ein schönes Kleid halt bestellt. Ansonsten, ich weiß nicht, ich genieße es noch für mich. Ich finde, ich habe einen sehr schönen Bauch. Also ich schaue ihn mir auch gern an, weil er halt irgendwie so auch so prall ist. Ich glaube, also ich freue mich so auf die Geburt. Ich glaube, das wird dann eher zelebriert. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles, alles Gute für die Geburt und für den Weg dahin. Wir freuen uns auch schon sehr auf den Kleid. Ja. Ja, danke schön, danke schön. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, wie es bei Maike weitergeht und auch, wie ihre Geburt dann verläuft. Auch wenn die Frage, die wir uns ursprünglich gestellt haben, wie es ist, alleine ein Kind zu bekommen, gar nicht mehr so richtig auf sie zutrifft. Wenn ihr Updates von ihr nicht verpassen wollt, dann lasst uns doch ein Abo da. Und hier oben geht's zum ersten Film von Maike. Da könnt ihr euch auch durch die anderen Filme von ihr klicken. Hier unten geht's zum letzten Film unserer Kollegin Ari von unserem Challenge-Format Das schaffst du nie, bevor sie sich in die Elternzeit verabschiedet hat.